Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen, liebe Leute, hier am ersten Advent. Freunde, es ist doch jetzt schon der 2. Dezember. Wer hätte das vermutet? Und der erste Advent steht an. Das erste Kerzchen brennt. Also bei mir nicht, weil ich habe keine Kerzen und will vermutlich auch sonst mein Haus anzünden. Aber an sich, Weihnachten rückt immer näher. Und um ehrlich zu sein, ich bin tatsächlich sogar ein bisschen in Stimmung. Nun. Ich habe diesen Part bereits letzte Woche Dienstag zum ersten Mal aufgenommen, also vor fast 2 Wochen. Und da hat es geschneit hier in Bielefeld. Und das war auch der Anlass. Aber in meiner grenzenlosen Weisheit habe ich natürlich mir gedacht, warum den YouTube-Channel mit Videos versorgen? Ach, überbewertet. Und deswegen kam der Part nie. Also nehme ich ihn jetzt neu auf, weil jetzt gibt es noch ein paar aktuellere Dinge zu besprechen. Zum Beispiel mein Adventskalender. Zu dem kommen wir dann gleich. Erstmal. Weihnachten rückt näher, außerdem natürlich der Release von Super Smash Bros. Ultimate. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass wir vermutlich am Freitag einen dicken Stream machen werden. Sobald ich. Kannst du mal jumpen, Alter? Sobald ich das Spiel habe, wird es vermutlich direkt einen Stream geben und mal gucken, vielleicht wird das sogar ein Marathon-Stream. Müssen wir mal schauen. Ausschließen möchte ich es nicht. Alter, das waren 3 sicke Snipes gerade. Es läuft, Bruder, es läuft. Muss los, tschüss. Also. Es hatte geschneit und das hat in mir so ein bisschen die Erkenntnis geweckt, dass ja bald Weihnachten ist. Und wie jedes Jahr denke ich mir, holy shit, wie schnell ging dieses Jahr denn bitte rum? Jetzt mal ganz im Ernst, liegt das wirklich am Alter? Das dachte man ja so, wenn man alt wird, dann vergeht die Zeit irgendwie schneller, bla bla bla. Liegt das wirklich da dran? Nein, 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 nein. Alter. Irgendwie, das Jahr ging so rum, so tschüss, auf Wiedersehen. Aber es ist natürlich auch viel passiert, ne? Wenn jetzt in diesem Jahr nichts passiert wäre, wäre es vielleicht anders. Who knows? Nun, Weihnachtsstimmung ist immer so eine Sache. Für kleinere Kinder damals ging es natürlich auch mir hauptsächlich um die Geschenke. Und Geschenke sind immer noch ein wichtiger Bestandteil bei Weihnachten. Also wenn ich an Weihnachten denke, denke ich auch zunächst an Geschenke, einfach wegen der Tradition, sage ich mal. Ach komm, Winterstrecke, Winterstrecke. Aber mittlerweile, seit so 2, 3 Jahren, ist auch dieses familiäre Zusammenkommen ein bisschen zusammengerückt. Und jetzt gerade in letzter Zeit habe ich mir darüber mehr Gedanken gemacht, weil ich ja jetzt nicht mehr zu Hause wohne. Und ich habe zwar kein Heimweh oder sowas, aber es wird trotzdem cool sein, mal wieder mit der Familie zusammenzusitzen. Ich meine, ich war jetzt vor kurzem wieder da, aber trotzdem, ne? Das heißt, das wird dadurch noch so ein bisschen verstärkt. Und ich fühle mich irgendwie voll reif, weil ich mir so denke, Alter, es geht mir nicht mehr primär um Geschenke. Ich bin ja krass. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie es euch da geht. Was ist da für euch sozusagen ausschlaggebend an Weihnachten? Und zum Beispiel habe ich dieses Jahr auch richtig Bock, wirklich einen Weihnachtsbaum zu schmücken. Bei uns in der Unihalle steht auch ein großer Weihnachtsbaum. Den habe ich mir so aus der Ferne mal angeschaut. Ganz nah dran war ich aber noch nicht, muss ich eigentlich mal machen, weil der sah eigentlich ziemlich cool auch geschmückt aus und so weiter und so fort. Aber ich habe richtig Bock, dann nach Hause zu fahren und dann dort, wir haben das immer so eigentlich so am 23. gemacht, am 23.12., also relativ spät, würde ich sagen. Dieses Jahr machen wir es vielleicht ein bisschen früher. Ich weiß noch gar nicht, wann ich dieses Jahr nach Hause fahre. Vielleicht am 22. oder sogar am 21. Ich glaube, das ist ein Freitag. Das würde ganz gut passen. Auf jeden Fall habe ich für dieses Jahr noch keine Geschenke oder sowas besorgt. Ich gucke mal, ob ich noch was finde. An sich ist das bei uns in der Familie bisher nie so der Brauch gewesen. Auch da gerne mal eure Erfahrungen in die Kommentare. Dass die Eltern den Kindern. Quatsch. Dass die Kinder den Eltern irgendwas schenken. Also, das war bisher einfach nie so. Na klar, früher hat man mal so ein Bild gemalt oder so, aber, ne? Und irgendwie möchte ich das aber ändern, weil ich weiß nicht. Das ist irgendwie. Ich finde es angebracht, eigentlich. Weil meine Eltern bezahlen meine Miete und alles. Also, ne? Da muss ich mir nochmal Gedanken machen. Ist ja noch ein bisschen hin. Auf jeden Fall, was für mich auch immer ganz klar zur Adventszeit gehört, ist, wie der Name schon sagt, ein Adventskalender. Wusstet ihr übrigens, dass Advent vom lateinischen Wort advenire, also vom Wort kommen, beziehungsweise ankommen heißt, kommt? Das heißt, ne, weil ja sozusagen der Advent. Der kommt ja an, der heilige Abend. Man kommt da so hin, so langsam. Deswegen, Fun Fact. Wie gesagt, man lernt bei mir was in den Videos und Streams. Immer. Jedes Mal. Adventskalender. Habe ich, seit ich denken kann, immer gehabt. Jedes Jahr. Früher hat meine Mutter mal selber welche zusammengebastelt. Dann gab es mal welche von Lego. Dann gab es mal welche von Schokolade XY.
Playmobil gab es, glaube ich, auch mal. Am coolsten waren immer die selbst zusammengebastelten. Also wo dann irgendwelche Säckchen befüllt worden und jeden Morgen hat man so ein Säckchen geöffnet. Das war immer cool. Da war auch immer alles Mögliche drin. Alter. Das war immer echt cool. Dieses Jahr habe ich aber den lustigsten Adventskalender, den ich seit langem gesehen habe. Also ich glaube, als ich das gehört habe, dachte ich wirklich, das kann ja nicht sein. Und zwar haben mir meine Eltern einen Adventskalender geschenkt. Und zwar einen von Heinz. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, Moment mal, Heinz, sind das nicht die, die hier Ketchup und Soßen machen? Ja, ganz genau. Ich habe praktisch einen Ketchup-Adventskalender. Naja, beziehungsweise nicht nur Ketchup. Da sind wohl ganz viele verschiedene Soßen drin. Heute ist für mich aus gesehen erst der 1. Dezember, also habe ich erst ein Türchen geöffnet und heute war eine Barbecue-Soße drin. Das heißt, ich habe jeden Tag so ein kleines Päckchen mit Soße. Angeblich sollen da auch kleine Gläser drin sein. Heute ist das so ein Plastikding. Das sind 25 Gramm bzw. 21 Milliliter von Barbecue-Soße von Heinz. Ist natürlich ein bisschen der Plastikwahnsinn, wenn da Gläser drin wären. Das wäre echt sick. Das wäre wirklich sick, weil ich könnte Gläser gebrauchen, so für Gewürze oder so. Aber selbst wenn nicht, das fand ich mega witzig. Als ich den gesehen habe, dachte ich, das kann ja nicht sein, als ob es den wirklich gibt. Aber doch, den gibt's. Richtig witzig. Schreibt mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare, was ihr so für Adventskalender habt. So ganz klassische Schokolade, so wie ich die letzten Jahre hatte, oder auch irgendwas Verrückteres. Ich habe gesehen, es gibt ja auch einen von Nintendo und Milka. Da stört mich aber, wie so oft, dass vorne drauf diese uralten Artworks sind. Die sind so gefühlt 40 Jahre alt. Die verwenden die immer und immer und immer und immer wieder. Genauso wie in Mario Tennis Aces, wo die auch wirklich, diese Artworks sind, glaube ich, vom GameCube. Ohne Spaß. Und die sind immer noch da. Und ich denke mir, mach doch mal neue. Holy shit. Ganz furchtbar. Das stört mich total. Weiß auch nicht. Naja, auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt, was in diesem Adventskalender noch so alles kommt. Es sind vorne ein paar Dosen aufgedrückt und hinten drauf steht natürlich auch was drin. Es ist ja Lebensmittel, muss ja draufstehen, was drin ist. Habe ich mir aber noch nicht durchgelesen, weil ich wollte mich ja nicht spoilern lassen. Huah. Bin ich sehr gespannt. Also vielleicht gibt es am Ende des Monats auch eine kleine Revue auf das, was drin war in dem Kalender. Wow, what? Und vielleicht öffnen wir sogar mal in einem Livestream live ein Türchen. Vielleicht beim Smash-Marathon-Stream am Freitag, wer weiß. Mal gucken. Der könnte theoretisch echt eine Weile dauern. Ich freue mich richtig. Ach ja. Was dieses Jahr jetzt eigentlich nur noch fehlt, ist wirklich Schnee. Also ansonsten bin ich wirklich in Stimmung. Letztes Jahr war ich nicht wirklich in Stimmung. Davor das Jahr auch überhaupt nicht. Und 2015 glaube ich wirklich erst recht nicht. Also irgendwie hat das immer abgenommen. Aber dieses Jahr, weiß nicht. Wenn jetzt noch Schnee liegen würde, oder dann Schnee liegt bitte an den drei Weihnachtsfeiertagen und dann darf er wieder schmelzen, vielen Dank. Das wäre schon sick, muss ich ganz ehrlich sagen. Außerdem finde ich es irgendwie lustig, dieses Jahr hat an einem Montag begonnen und endet auch an einem Montag. Silvester ist an einem Montag. Ist irgendwie ein schöner Kreis, oder? Wobei, noch schöner wäre es, wenn es an einem Sonntag enden würde. Ich glaube, das geht gar nicht. Von der Tagesanzahl her, ne? I don't know. Übrigens ist euch auch gefallen, dass ich die Kombination heute hier total weiß gewählt habe, wegen Schnee und Weihnachten? Total. Ich überlege gerade, was das krasseste Weihnachtsgeschenk war, was ich mal erhalten habe. Ich erinnere mich noch gut daran, Weihnachten 2007 oder 2008. Da habe ich Mario Kart DS bekommen. Und ich habe mir das super lang gewünscht. Ich wollte das unbedingt haben, nachdem ich es bei einem Kumpel gesehen habe. Und das war dann auch mein erstes Mario Kart, by the way. Ich wollte es unbedingt haben. Und ich erinnere mich an Weihnachten, hatten wir in diesem Jahr einen großen Sack mit den ganzen Geschenken drin. Und am Ende meinten meine Eltern so, jo, das waren alle Geschenke. Und ich saß da am Weihnachtsbaum und dachte mir, wo ist Mario Kart? Und ich war richtig enttäuscht. Ich dachte so, scheiße, ich krieg Mario Kart nicht. Doof. Zu dem Zeitpunkt habe ich, glaube ich, nicht mehr an Weihnachtsmann gedacht. Also war ich wahrscheinlich eher so ein bisschen pissig auf meine Eltern. Aber dann habe ich mir gedacht, Moment mal, was ist denn, wenn die das vielleicht vergessen haben in dem Sack? Also habe ich mir den Sack genommen, habe da reingefasst und was lag ganz unten in so einer Sackfalte? Mario Kart DS.
Na, sowas. Und ich frage mich bis heute, was wäre passiert, wenn ich das nicht gemacht hätte? Hätten meine Eltern den Sack wieder auf den Dachboden gepackt und das Spiel wieder drin geblieben bis zum nächsten Jahr? Hätten die das vergessen? Und, also, das ist wirklich so eine Story, daran erinnere ich mich noch wirklich sehr, sehr gut. Genau auch wie eine ähnliche Story 2009, müsste das gewesen sein. Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen. Wollte ich unbedingt zu Weihnachten haben, gab es an Heiligabend aber nicht. Und auch am nächsten Tag, als meine Großeltern vorbeikamen, gab es das nicht. Und ich dachte so, ach Mann, ich wollte das Spiel doch haben, so ein Mist. Dann sind wir aber zu meinem Opa nach Sachsen gefahren und da habe ich es dann bekommen. Und dann war ich richtig happy. Das hat mein Weihnachten so richtig hochgerettet. Richtig krass. Das sind so zwei Storys, an die ich mich immer noch gut erinnere. Ich erinnere mich auch noch, da war ich, boah, lass mich lügen. 4, 5 Jahre alt, da habe ich eine Feuerwehrstation von Playmobil bekommen. Ich glaube, ich war so 4, vielleicht sogar noch 3. Ich weiß es nicht. Da konnten die Feuerwehrmänner an solchen Stangen runterrutschen. Das weiß ich noch. Das weiß ich noch. Und ich glaube, ich habe auch mal so eine Burg, so eine Ritterburg. Aber das war so eine, die konntest du aufklappen. Aufklappen, dann war die so ganz breit, dann konntest du sie zusammenklappen mit so einem Henkel oben dran, konntest du die durch die Gegend tragen. Ich glaube, das war auch ein Weihnachtsgeschenk. Das sind so noch ein paar Sachen, die ich mich erinnere. Sonst muss ich sagen, schwinden meine Erinnerungen so ein bisschen. Letztes Jahr natürlich war die Grafikkarte, die hatte ich mir zur Hälfte selbst gekauft und zur anderen Hälfte wurde die mir geschenkt. Glaube ich zumindest. Und die Maus und das Mauspad. Genau. Die waren letztes Jahr die Geschenke und davor das Jahr. Was war denn davor das Jahr nochmal? Oder habe ich die Maus schon seit 2016? Nee, oder? Gute Frage. 2016 weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich keine Ahnung. 2014 habe ich den 2DS bekommen zu Weihnachten. Und Mario Kart 7. Genau. Aber sonst, das ist auch das einzige, die einzige Konsole, die ich mir nicht selbst gekauft habe. Sonst habe ich alles immer selbst gekauft. Krasse Story. Ja, aber das sind so meine Erinnerungen an Weihnachten. Ich freue mich dieses Jahr wirklich sehr drauf. Und würde mich wirklich dafür interessieren, was ihr so für Weihnachtserinnerungen habt. Eure liebsten Geschenke, vielleicht eure schönsten Erinnerungen. Postet es mal gerne in die Kommentare rein. Und schaut auch auf jeden Fall jetzt ganz am Ende des Videos. So funktioniert Cross-Promotion. Schaut beim Benny vorbei, der hat einen Mario Kart Adventskalender gemacht, beziehungsweise macht den jetzt. Und da kommen wohl coole Videos in der Adventszeit. Ich habe gesehen, heute kam das erste, logischerweise am 1. Dezember, mit zwei Challenges in Mario Kart. Demnächst gibt es hier auch wieder Challenge-Parts. Freut euch schon mal drauf. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich verabschiede mich so langsam, aber sicher. Lasst gerne eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten. Alter, kannst du nicht? Ansonsten setze ich mich gleich wieder an Uni-Stuff, mache das noch alles schön fertig und lerne für die Klausuren. Oh. Und im Hintergrund Nein, freue ich mich immer total auf Smash. Es wird so schön. Es wird so schön. Ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Gut, Freunde. Soll es gewesen sein von der heutigen Folge Mario Kart 8 Deluxe Online. Ich danke euch fürs Zugucken und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut hinaus und tschüss.